Was soll das bitte? Was denn? Diese Haare. Wieso? Ich denke, du bist verrückt auf blond. Willst du mich provozieren? Oder wollen wir vernünftig miteinander reden? Wir wollen reden, mein Freund. Warum hier? Ja, hier. Nicht zu Hause. Wo du müde bist von der Arbeit. Oder erschöpft von deiner Geliebten. Du willst Streit, ja? Nein. Entschuldige. Ich werde ganz sachlich sein. Und am Ende bist du ganz zufrieden mit mir. Das verspreche ich dir. Okay. Ich muss noch mal ganz dringend mit Lore telefonieren. Lore? Ja, warum soll ich nicht mit meiner alten Freundin sprechen? Potowski? Hallo Lore, hier ist Ingrid. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Natürlich nicht. Ich dachte nur, weil doch Manfred vielleicht bei dir ist. Manfred ist seit über einer halben Stunde weg. Er wollte zu dir. Ja, ja. Wir waren verabredet um 16:30, aber jetzt ist es ja schon 17:00. Das ist natürlich noch kein Grund, nervös zu sein, aber wollte er denn direkt zu mir? Ja. Und eigentlich braucht man ja nur 10 Minuten. Ja, natürlich. Obwohl, er könnte mich ja vom Auto aus anrufen. Was hast du mit Lore geredet? Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht warten, du kommst später. Was geht dich das an? Ich habe ja gar nicht mit Lore gesprochen. Ich habe es nur gesagt, damit du dich ärgerst. Weil du immer so süß bist, wenn du dich ärgerst. Ich könnte dich umbringen. Ich dich auch. Manchmal denke ich, das wäre die Lösung. Ja, vielleicht. Was findest du eigentlich an Lore? Sind es ihre blonden Haare oder? Naja, lassen wir das. Ich habe mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich will die Scheidung. Staunst du, was? Damit hast du nicht gerechnet. Am Ende willst du es ja gar nicht. Doch. Doch, ich möchte. Warum bist du dann so überrascht? Ich bin verwirrt, sonst nichts. Bist du dir nicht sicher? Doch, ich möchte mich von dir trennen. Aber ich bin dir dankbar, dass du zuerst von Scheidung sprichst. Ich wollte dir nicht den Laufpreis geben. Am liebsten würdest du doch mit uns beiden zusammen sein. Mit deiner Geliebten und mit mir, stimmt's? Nein. Doch. Und weißt du, was mich am meisten kränkt? Was ich dir am wenigsten verzeihen kann? Dass du... Seit einem halben Jahr geht das jetzt, nicht? Dass du die ganze Zeit über, außer die letzten Wochen, wo ich's weiß, immer noch mit mir geschlafen hast, das finde ich ekelhaft. Ach, Mann. Du kannst doch noch alles abwenden, wenn du dich nur für mich entscheidest. Ich liebe dich doch. Ich kann dir alles verzeihen. Ich kann nur nicht ertragen, wenn du mit einer anderen Frau zusammen bist. Ich will mit Lore leben. Ich kann nicht anders. Schau mal, die Wiese. Und diese Dinger. Wie heißen die noch? Ich habe den Namen auf der Zunge. Gänseblümchen. Erkennst du es wieder? Natürlich. Da hast du mich hineingezogen. Es war da hinten. Nein. Es war hier. Ingrid, was soll denn das Ganze? Was soll denn dieses Kleid? Gefällt's dir nicht? Hat sie auch so eins? Soll ich es ausziehen? Willst du mich verführen? Nein. Du musst keine Angst haben. Können wir denn nicht vernünftig miteinander reden? Hier hast du mir den Heiratsantrag gemacht. Und hier haben wir es besiegelt. Bis dass der Tod euch scheidet. Genau hier war's. Ja, wenn du meinst, hier war's.
Was soll denn das? Bist du verrückt? Warum? Ich teile dich gern. Lore? Ingrid? Hat sich Manfred gemeldet? Nein. Naja, er wird schon noch kommen. Jetzt mache ich mir doch Sorgen. Hast du viel telefoniert? Ich meine, die Leitung blockiert? Ich habe überhaupt nicht telefoniert. Hast du auch keine Anrufe gekriegt? Nein, wieso? Ich bin völlig durcheinander. Eine Stunde warte ich noch und dann rufe ich die Polizei. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Ich dachte mir, Sie können eine Erfrischung brauchen. Das war lieb von Ihnen, wäre aber nicht nötig gewesen. Müssen Sie jetzt noch arbeiten? Dies ist nicht so wichtig, aber der Schaller ist noch überfällig. Ich möchte wissen, was er sich heute einfallen lässt. Sagen Sie, hat sich mein Mann bei Ihnen gemeldet? Ihr Mann? Nein. Merkwürdig. Ich warte schon seit 4:30 auf ihn. Der ist um 2:00 hier weggefahren. Hat mir aber nicht gesagt, wohin. Sie müssen sich doch keine Sorgen machen. Der wird auch irgendjemanden getroffen haben und trinkt ein Glas Bier. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem, danke. Es ist lieb von Ihnen. Ach, am Freitagabend haben mein Mann und ich ein paar Freunde zu uns nach Hause eingeladen. Kommen Sie doch auch? Ja, sehr gerne, danke. Ich freue mich. Frau Siefeld, nehmen Sie doch Platz. Es dauert noch ein Momentchen. Danke, ich mag jetzt nicht sitzen, danke. Wie eine dumme Pute haben die mich bei der Polizei behandelt. Ob mein Mann öfter mal über Nacht nicht nach Hause kommt, haben die gefragt. Über Nacht? Mein Mann ist schon seit 2 Tagen verschwunden. Und er ist doch ein grundsolider Mann. Ja, den Eindruck habe ich auch. Schon wenn er sich eine halbe Stunde verspätet hat. Er hat mich immer angerufen, immer. Vielleicht ein Unfall. Bei der Polizei liegt ja nichts vor. Er hat jetzt aufgelegt, Sie können reingehen. Danke. Ich sehe ihn schon tot da liegen. Irgendwo in einem Gebüsch oder neben einem Parkplatz. Verzeihen Sie, das ist vielleicht herzlos. Vielleicht habe ich auch nur zu viel Fantasie, aber ich muss es immer wieder denken. Wenn ein
tot er so liegt. Mehrere Tage lang. Da weiß man doch am Ende gar nicht, wann er gestorben ist, oder? In der Tat wird es immer schwieriger, einen genauen Todeszeitpunkt festzustellen, je länger jemand tot ist. Das ist richtig, aber... Wissen Sie, ich halte ja nichts von Telepathie, aber vor 2 Tagen, am Montagnachmittag, ich weiß nicht, hatte ich ein sehr merkwürdiges Gefühl. Wissen Sie, ob Ihr Mann Feinde hat? Das kann ich nicht sagen. Er hat mich ja in den letzten Jahren nicht mehr in die Geschäfte eingeweiht. Vielleicht, weil sie nicht alle ganz sauber waren. Ach ja? Also ich kenne Ihren Mann eigentlich nur als absolut redlichen Unternehmer. Ja, natürlich. Aber seine Geschäftspartner, die waren nicht immer vom Feinsten. Die Firma hat ja auch Sondermüll transportiert, nach Polen und in die ehemalige Sowjetunion. Was meinen Sie damit? Naja, es gibt doch eine Menge Kriminelle in dieser Branche. Kennen Sie Geschäftspartner Ihres Mannes, auf die das zutrifft? Nein, nein, nein. Tja, Frau Seefeld, was sollen wir tun? Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, wo mein Mann diese Leute getroffen haben kann. Wenn es die Polizei nicht tut. Ich suche alle diese Orte ab. Also ich würde Ihnen da gerne einen Privatdetektiv empfehlen, der Ihnen dabei helfen kann. Danke. Ob Sie es mir glauben oder nicht, ich gehe jedenfalls davon aus, dass sich mein Mann konspirativ mit seinen Geschäftspartnern getroffen hat. Kennen Sie irgendwelche Namen? Firmen oder Personen? Mit wem hat Ihr Mann zuletzt verhandelt? Ich weiß es doch nicht. Er hat ja nicht mit mir darüber gesprochen. Also, ich gehe jetzt rein. Es dauert nicht lange. Ich komme mit. Was? Moment, das halte ich nicht für klug. Frau Potowski ist... Na, die Situation zwischen Frau Potowski und mir ist heikel. Sie ist die Geliebte Ihres Mannes. Umso besser, wenn ich dabei bin, wenn Sie sie treffen. Gut. Wissen Sie, Lore ist eine alte Schulfreundin von mir. Ich habe sie noch selbst meinem Mann vorgestellt. Wie sehe ich aus? Gut. Nein. Ich habe nicht gesehen, wie er ins Auto gestiegen ist. Aber warum ist das so wichtig? War er nervös? Hat er was von einer Verabredung gesagt? Ja, natürlich. Mit Ingrid. Wollte er vielleicht einen Umweg machen? Nein, davon hat er nichts gesagt. Lore, bitte, streng dich doch an. Wir müssen irgendeinen Anhaltspunkt finden. Wir müssen jede Idee äußern, auch wenn sie noch so unsinnig erscheint. Ich zerbreche mir ja schon den Kopf, aber es fällt mir einfach nichts ein. Aber Lore, wir müssen doch jetzt zusammenhalten, stimmt's? Kostet du mir einen Kaffee? Gerne. Danke. Sie auch, Herr Matula? Ja, bitte. Herr Matula, ich habe mein kleines Schminktäschchen in Ihrem Auto liegen lassen. Würden Sie so nett sein und es mir holen? Ja, natürlich. Danke. Kein Platz ein, an dem wir Manfred suchen könnten. Wir sind ja auch wenig ausgegangen und wenn, dann ins Kino oder zum Essen. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass er heimliche Treffen nötig hat. Du, Lore, ja. Kannst du mir eine Kopfschmerztablette geben? Ja, natürlich. Brauchst du Wasser dazu? Unbedingt, ohne kriege ich sie nicht runter. Ich hol dir welches. Thank you.
Der Kaffee muss sich noch setzen. Hier ist dein Wasser, Ingrid. Ich habe mich ein bisschen umgesehen, deine Bücher und deine Garderobe. Ich wollte doch gern wissen, was eine Frau trägt, die einen Mann verführt, der in festen Händen ist. Entschuldige, ich höre schon auf zu sticheln. Ich kümmere mich um den Kaffee. Mhm. Der Kaffee ist gleich fertig. Ja. Ihre Tasche. Danke. Lore ist eine wunderbare Frau, nicht wahr? Mit welcher Fassung sie das alles trägt. Ich schätze, sie glaubt nicht, dass ihm was Schlimmes passiert ist. Sie will es nicht glauben. Vielleicht weiß sie auch mehr, als sie zugibt. Ich kann einfach nicht glauben, dass Manfred sich auf krumme Geschäfte eingelassen haben soll. Manfred war ein bauernschlaues Schlitzohr. War? Na ja, war er schon immer. Er hat ihr wohl erzählt, dass er das Giftmüllgeschäft völlig legal betreibt. Ja, das hat er. Du glaubst das auch noch. Ich will euch mal was sagen. Er ist in den Händen der Giftmafia. Ja, ja, acht bloß über mich. Ich werde ihn überall suchen. Und ich werde ihn finden. Du scheinst dir sicher zu sein, dass er tot ist. Mein Gott, warum bin ich nicht gleich auf diesen Platz gekommen? Wir sollten die Polizei rufen. Vielleicht steckt ja auch was ganz anderes dahinter. Und zwar? Ich rede nicht gern darüber, aber mein Mann hatte manchmal etwas merkwürdige, erotische Wünsche. Er ging gern an bestimmte Orte im Freien. Ach, und Sie meinen, das hier wäre so ein Platz? Es war wie eine Sucht bei ihm. Wir müssen alles absuchen. Ja, aber erst rufen wir die Polizei. Frau Seefeld, Ihr Mann hatte dunkle Haare? Ja. Und was für ein Jackett trug er? Braun. Einen braunen Anzug. Und ein helles Hemd. Rötlich. Wären Sie bereit, Ihren Mann jetzt zu identifizieren? Erschossen. Gut, dass Sie kommen. Frau Potowski hat angerufen. Sie ist verhaftet worden wegen Mordverdacht und sie möchte gerne, dass Sie sie verteidigen. Wen soll sie denn umgebracht haben? Manfred Seefeld. Sie ist seine Freundin. Traust du ihr das zu? Woher soll ich das wissen? Sie wird jetzt dem Haftrichter vorgeführt. Sie war mir sehr sympathisch. Ich habe um 4 einen Termin. Ich schaffe das nicht.
Es ist 2:05. Also fahren wir sofort ins Gericht. Gut, dann aber schnell. Rufen Sie bitte Frau Potowski an. Sie soll in der Sache nichts aussagen, bis ich da bin. Ja. Kanzlei Dr. Frank, verbinden Sie mich bitte mit dem Haftrichter in der Sache Potowski, Lore Potowski. Es hat sich bei uns ein Jogger gemeldet. Entschuldigung. Gott sei Dank. Es hat sich bei uns ein Jogger gemeldet. Er hat am Montag kurz nach 5 ein Paar in den Mainauen beobachtet. Der Mann war mit Sicherheit Manfred Seefeld. Und die Frau behauptet, der Kommissar sei ich gewesen, aber ich war den ganzen Abend zu Hause. Ich behaupte gar nichts. Der Jogger hat eine blonde Frau gesehen in einem rot-weiß quergestreiften Kleid. Und Frau Potowski ist blond und hat ein rot-weiß quergestreiftes Kleid. Diese Kleider gibt es zu Tausenden, das ist die aktuelle Mode. Haben Sie diesen Mann der Beschuldigten gegenübergestellt? Allerdings. Und er hat mich nicht erkannt. Der Zeuge hat von Anfang an gesagt, dass er das Gesicht nicht erkennen konnte. Es könnte sein, sagte er, dass die Frau ihr Gesicht ganz bewusst abgewandt hat. Ein verständliches Verhalten für eine Täterin. Nein, der wichtigste Hinweis kommt noch. Frau Potowski gab an, am mutmaßlichen Tatnachmittag allein in ihrer Wohnung gewesen zu sein. Dort sei sie zweimal von Frau Seefeld angerufen worden. Ja, Ingrid hat mich angerufen. Frau Seefeld bestätigt das nicht. Das kann ich aber nicht glauben. Wäre Frau Potowski die Täterin, würde sie wohl kaum so dumm sein, sich zu ihrer Entlastung Anrufe von Frau Seefeld auszudenken. Über die Intelligenz von Frau Potowski haben wir hier nicht zu befinden. Es bleibt die Tatsache, Frau Seefeld bestätigt diese Anrufe nicht. Dass die verlassene Ehefrau wenig Grund hat, der Geliebten ihres Mannes einen Gefallen zu tun, ist ja wohl verständlich. Ihre Lebenserfahrung in allen Ehren, Herr Dr. Frank. Jedes einzelne Indiz für sich genommen das ist teilweise... Das Indiz des quergestreiften weiß-roten Kleides ist, wie der Herr Kommissar ja selbst einräumt, ein schwaches Indiz. Das zweite Indiz der nicht bestätigten Telefonate ist ebenfalls ein schwaches Indiz. Gut, schwache Indizien können durchaus ein überzeugendes Gesamtbild ergeben, wenn sie sich gegenseitig ergänzen. Und genau das tun Ihre Indizien nicht, Herr Kommissar. Außerdem, das Opfer ist beraubt worden. Hat die Polizei im Hinblick auf einen möglichen Raubüberfall ermittelt? Nein. Das Opfer ist möglicherweise in dubiose Giftmüllgeschäfte verwickelt. Hat die Polizei in diese Richtung ermittelt? Natürlich nicht. Was heißt natürlich nicht? Haben Sie konkrete Hinweise auf dubiose Geschäfte? Sie sollten zu diesem Punkt Frau Seefeld befragen. Haben Sie Erkenntnisse in dieser Hinsicht? Nein, bisher nicht. Ich frage mich sowieso, warum Sie so einseitig ermitteln. Warum soll Frau Potowski den Mann umbringen, den sie liebt? Es passieren oft merkwürdige Dinge zwischen Liebenden. Ja. Ich danke Ihnen für diese tiefschürfende Bemerkung, Herr Roll. Es ergeht folgender Beschluss. Der Antrag auf Haftbefehl wird abgelehnt. Danke. Freuen Sie sich nicht zu früh, Frau Potowski. Die Haftgründe sind nicht ausreichend, aber Sie sind noch nicht entlastet. Der Kommissar wird weiter ermitteln. Soll er nur, ich bin unschuldig. Bitte kommen Sie. Oh, Lore, entschuldige bitte, Lore, es tut mir sehr leid. Ich habe das einfach vergessen. Ich habe natürlich doch mit Frau Potowski telefoniert. Guten Tag, Frau Seefeld. Ich möchte das auch zu Protokoll geben. Lore, ich habe dich in Schwierigkeiten gebracht. Kannst du mir das verzeihen? Ja, aber ich habe mich recht gewundert. Entschuldigung. Danke. Ich gehe dann jetzt zum Kommissar. Würdest du auf mich warten? Ich möchte noch mit dir sprechen. Ja, natürlich. Ich begleite Sie. Danke. Bis gleich. Ich schlage vor, wir warten woanders. Rainer? Ja? Wir sind bei Giovanni. Okay, bis gleich. Danke. Es erleichtert mich schon sehr, dass er sich doch noch an die Telefonate mit mir erinnert. Zucker? Ich habe schon an meinem eigenen Verstand gezweifelt. Als Herr Seefeld Sie verließ, war er da irgendwie anders als sonst? War er nervös oder angespannt? Nein. Er fürchtete natürlich, dass Ingrid ihn wieder eine Szene macht, aber er hatte schon ein dickes Fell. Unser Abschied war so schön wie immer und ich habe ihn genossen. Das wüsste ich, dass ich ihn zum letzten Mal in den Arm halte.
Danke. Hallo? Hallo. Alles in Ordnung. Danke. Dabei hättest du allen Grund, auf mich böse zu sein. Möchten Sie ein Espresso? Ja, gerne. Du? Ja, danke. Weißt du, was soll das jetzt noch alles? Woher? Nochmal zwei Espresso. Wenn das Leben nun mal so spielt, wahrscheinlich hat er sein Glück bei dir gefunden. Ja, das hat er. Aber er hat mir auch viel gegeben. Wie viel? Wie bitte? Na ja, wie viel? Du meinst Geld? Ja, natürlich. Er hat die Firma geschröpft, wahrscheinlich, um sich mit dir ein gutes Leben zu machen. Ich weiß bloß nicht, hat er es dir gegeben oder hat er es auf ausländische Konten gebracht? Wie wenig du deinen Mann kennst. Du machst es dir leicht. Ich musste auch die schlechten Tage mit ihm teilen. Du nimmst dir einfach bloß den Mann. Ja. Bei mir war ein Mann sonst nichts. Und er war der Beste, den ich je hatte. Tja, vergleichen kannst du ja. Schon in der Schule nannte man dich Stadtmatratze. Schau dir doch mal an, wie du aussiehst mit diesen goldenen Locken. Wie ein altgewordener Engel, mein Gott, noch bitte, mal. Bitte, hör auf. Dieses Blond, das meine ist alles Chemie. Chemie. Du bist genauso dunkelhaarig wie ich. Alles hör auf. Reine Chemie. Bitte, Frau Seefeld, das muss doch nicht sein. Ich gehe. Lore, bitte. Das ist ja peinlich für die Marktweiber. Ich entschuldige mich, bitte. Ja, wir sind beide durch den Wind. Ja, ich muss. Ich muss mich um meine Firma kümmern. Mal sehen, ob überhaupt noch was zu retten ist. Dramatisieren Sie da nicht etwas? Der Firma geht so glänzend. Wer weiß. Es ist jedenfalls erstaunlich wenig Geld da. Bei ihr ist ja wohl nichts. Naja. Jedenfalls, mein Angebot bleibt bestehen. Sie können jederzeit Einblick nehmen in die Firmenunterlagen. Irgendwo muss ja ein Anhaltspunkt sein für die merkwürdigen Machenschaften meines Mannes. Guten Tag. Guten Tag. Na dann, viel Spaß bei der Arbeit. Genau. Ich denke da aber mehr an dich. Aktenstudium war schon immer meine große Leidenschaft. Wie sieht es denn mit dem Alibi von Frau Seefeld aus? Sie war den ganzen Nachmittag und abends zu Hause. Das kann ihr Mitarbeiter, dieser Disponent Schumann, bestätigen. Das sagt sie jedenfalls. Na, das ist doch schon was. Der Mann, der der Erbin das Alibi gibt. Willst du damit sagen, dass Frau Seefeld ihren Mann umgebracht hat? Fandst du es nicht komisch, dass sie dich zuallererst gefragt hat, wie genau man den Todeszeitpunkt bestimmen kann? Ja, klar fand ich das komisch. Trotzdem, das ist Blödsinn. Wieso? Ja, sie hätte doch sonst nicht die Telefonate bestätigt. Ja, da hast du auch wieder recht. Ich denke, um Frau Potowski steht's nicht gut, oder? Vielleicht ist die Seefeld auch nur besonders schlau. Wieso? Es wirkt doch jetzt alles so, als würde sie einer Frau helfen, die in großen Schwierigkeiten steckt. Es sieht doch so aus, als würde Lore Potowski Hilfe brauchen. Du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Der Schatten, der auf sie fällt, wird immer größer. Ja? Sie wollten mich sprechen? Ich bin ganz durcheinander. Wollen Sie mir helfen? Wenn ich kann. Die Firma darf auf gar keinen Fall unter den Ereignissen leiden. Sie braucht eine starke Führung. Zunächst werde ich mich wieder in die Geschäfte einklinken. Ich habe ja früher mitgearbeitet, aber ich schaffe es nicht allein. Ich brauche einen Geschäftsführer. Kennen Sie einen? Nein. Ich habe an Sie gedacht. Ja, zutrauen würde ich es mir schon, aber ich habe keine kaufmännische Ausbildung. Die hatte mein Mann auch nicht. Was Sie wissen müssen, können Sie lernen. Es gibt gute Trainingsprogramme für Manager. Ja, Ihr Vertrauen ehrt mich sehr. Lassen Sie sich alles noch mal durch den Kopf gehen. Es bleibt bei unserer Verabredung am Freitagabend. Ja. Ach, es wäre möglich, dass Sie die Polizei fragt, wo Sie am Montag spät nachmittags waren. Sie waren natürlich hier im Betrieb. Ich habe Ihnen ja was zu trinken gebracht. Erinnern Sie sich? Ja, natürlich. Es war zwar schon nach 6, aber es wäre praktisch, wenn wir beide sagen könnten, dass es kurz nach 5 war.
Das ist zwar nicht wichtig, aber es erspart mir überflüssige Fragen. Natürlich. Gut. Was hat Frau Seefeld gegen Sie? Ganz einfach. Ihr Mann mochte mich. Eifersucht? Völlig grundlos. Aber sie macht den Schumann an, dass es nur so knallt. Und mit dem schönen Herbert, das war ein Fahrer hier, hatte sie ein Verhältnis, bevor sie ihn rausgeschmissen hat. Frau Seefeld und Herr Schumann? Ich bin doch nicht blind. Und blöd auch nicht. Was machen Sie denn hier? Ja, wie Sie sehen, ich recherchiere. Wenn Sie meinen, hier eine Spur zu finden? Jenny, melden Sie sich bei Herrn Schumann, ja, erwartet Sie schon. Vielleicht sehen wir uns noch mal. Vielleicht. Spionieren Sie hier rum? Was hat sie Ihnen erzählt? Leider nichts. Ich war schon immer dafür, Sie rauszuschmeißen. Frau Seefeld, wo waren Sie denn am Montagnachmittag? Wie bitte? Sie haben mich schon sehr gut verstanden. Zu Hause. Kann das jemand bestätigen? Sie wollen von mir einen Alibi zeugen? Ja, warum nicht? Ich habe meinen Mann verloren. Und Sie kommen hierher und verlangen von mir ein Alibi? Das fasse ich nicht. Die Polizei wird Sie das auch gefragt haben. Ja, das müssen die auch aus Routine. Aber Sie, Sie haben doch was im Sinn dabei. Auch nur Routine. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Aber damit Sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Ich war zu Hause, allein. Aber unser Disponent, der Herr Schumann, der hat noch im Büro gearbeitet. Ich habe ihm so gegen 5 etwas zu trinken gebracht. So. Nun wissen Sie genauso viel wie die Polizei. Danke. Ich habe intensiv nachgedacht und vielleicht etwas gefunden, was belegen könnte, dass mein Mann sich von seiner Geliebten trennen wollte. Ach, und was? Das werde ich der Polizei sagen. Ich möchte Lore nicht leichtfertig beschuldigen. Im Gegenteil, ich möchte ihr helfen, weil ich sie für eine ehrliche Haut halte. Aber die Wahrheit wollen wir doch nicht unterdrücken, nicht wahr? Ich verstehe nicht ganz, was Sie damit sagen wollen. Hat die Polizei die Wohnung von Frau Potowski eigentlich mal durchsucht? Ich nehme es an. Aber wahrscheinlich hat man nichts gefunden. Weil Sie blind sind und weil Sie keine Fantasie haben. Gott sei Dank, Herr Dr. Frank. Frau Potowski, wo brennt's denn? Ich wollte ohne Sie nichts sagen. Das ist gut so. Ich habe hier einen Hausdurchsuchungsbefehl. Ich möchte gerne ein paar Fragen an Frau Potowski richten. Für mich ist das pure Schikane. Die haben doch schon alles durchsucht. Es gibt einige neue Hinweise. Guten Tag. Am Montagnachmittag, als Herr Seefeld bei Ihnen war, hat er sich da ausgezogen? Ja, hat er sich da... Wie soll ich sonst fragen? Sie waren seine Geliebte. Haben Sie sich an jenem Nachmittag geliebt? Das geht Ihnen doch nichts an, oder? Leider doch. Ja. Er trug ein Amulett um den Hals. Auch am Montag? Ja. Ein Amulett mit Ihrem Bild? Ja. Ein Geschenk von Ihnen? Sehr richtig. Ein ganz besonderes Geschenk. Eine Liebespfand, kann man es so nennen? Ja, man kann. Und Sie sind ganz sicher, dass er das Amulett um den Hals trug, als er am Montag bei Ihnen war? Ich bin ganz, ganz sicher. Sagen Sie, was soll das hier eigentlich alles? Das werden wir gleich sehen. Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie das Amulett hier finden? Herr Roll? Ich weiß es wirklich nicht. Selbst wenn, das beweist überhaupt nichts. Ist es das? Das ist doch nicht möglich. Und nun? Wollen Sie jetzt unterstellen, Frau Potowski habe Herrn Seefeld umgebracht, ihm das Amulett abgenommen und hier in Ihrer Wohnung aufbewahrt? Nein, ich unterstelle gar nichts. Na also.
Was bedeutet es, wenn der Geliebte ein Liebespfand ablegt? Ich bitte Sie, was sollen diese Spekulationen? Ich habe die Aussage, dass Herr Seefeld seine Geliebte verlassen und zu seiner Ehefrau zurück wollte. Wer sagt das? Ingrid natürlich. Das ist eine Bestätigung dafür. Damit hätte Frau Putowski ein Motiv. Ingrid. Ingrid. Sag es mir Auge in Auge. Wann hat Manfred gesagt, dass er mich verlassen will? Und mit welchen Worten? Setz dich doch erst einmal hin. Ich stehe ganz gut. Wann und mit welchen Worten? Ich habe Manfred geliebt, wie sonst keinen Menschen auf dieser Erde. Würden Sie bitte die konkreten Fragen beantworten? Manfred war der Mann meines Lebens und ich war die Frau seines Lebens. Ja, und er hat Sie betrogen. Eine Verirrung. Am Montagnachmittag, kurz bevor er zu dir ging, ist uns beiden klar geworden, dass wir zusammengehören. War er irgendwie verändert, als er bei Ihnen war? Natürlich nicht. Das saugt sie sich doch aus den Fingern. Es ist die Wahrheit. Welche Worte? Er sagte, ich habe viel über uns beide nachgedacht. Und jetzt erst fühle ich, was du mir bedeutest. Kannst du mir verzeihen? Du weißt genau, dass das gelogen ist. Und dann sagte er noch, Lore hat nicht das Niveau, das ich von einer Frau erwarte. Dieses kindische Amulett, das sie mir geschenkt hat, mit dem Bild und der Haarlocke. Ich werde es ihr zurückgeben. Ich weiß, Lore, das ist schwer für dich. Ich weiß nur, dass du einen teuflischen Plan gegen mich schmiedest. Zum Glück wird dir das keiner glauben. Warum nicht? Weil es absolut nichts gibt, was ihre Version stützt. So. Und das Amulett? Ich will dich ja nicht beschuldigen, Lore, aber wenn ich Polizist wäre, würde ich die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er dir reinen Wein eingeschenkt hat und du hast ihn aus Wut darüber erschossen. Ah ja, Frau Potowski hat ihn erschossen und dann eigenhändig ans Mainufer gezerrt. Einen Mann von über 70 Kilo. Eine Theorie. Ich war doch nicht dabei. Naja, vielleicht hat sie ihn ja auch erst ans Mainufer gelockt und dann erschossen. Vielleicht hat sie es auch nicht selber getan, was weiß ich. Die Polizei wird es schon herausfinden. Arme Lore. Jetzt bist du am Ende, was? Und du genießt das. Ja, das genieße ich. Auf diesen Moment habe ich gewartet, dass du auf dein Format zusammensinkst. Eine kleine Bibliothekarin, die am Ende ist mit ihrem Latein. Und, ist Schumann Ihr Liebhaber? Ich habe versucht, ihn auszuquetschen, aber der Bursche lässt keiner an sich ran. Was sagt denn der Firmenklatsch? Oh, da wird viel geredet. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Herr Dr. Frank, Frau Potowski ist da. Und Kommissar Roll. Tag, Frau Potowski, wir hatten aber keinen Termin, oder? Der Kommissar hat schon wieder Fragen an mich. Ah ja? Tag, Herr Roll. Tag. Bitte sehr. Die Mühlen der Polizei arbeiten langsam, aber sehr verlässlich. Inzwischen hat sich durch kriminaltechnische Untersuchungen ein neuer Aspekt ergeben. Ah ja? Hallo. Da bin ich ja sehr gespannt. Bitte sehr. Guten Tag, Frau Potowski. Tag, Herr Matula. Wie geht's? Naja. Hallo, Herr Matula. Hallo. Bitte nehmen Sie doch Platz, ja? Das rot-weiß gestreifte Kleid. Wann und wo haben Sie es nach dem letzten Waschen getragen? Ich habe es überhaupt erst einmal angehabt, und zwar im Büro. Sie haben es zu Hause angezogen, Sie sind damit ins Büro gefahren. Mit welchem Verkehrsmittel? Mit der Straßenbahn. Und Sie sind geradewegs ins Gebäude gegangen und haben es am Abend wieder verlassen? Ja, und bin mit der Straßenbahn wieder nach Hause gefahren. Und auch abends nicht noch einmal ausgegangen? Doch. Im gleichen Kleid? Nein.
auch mittags sind Sie nicht aus dem Büro gegangen. Ins Grüne vielleicht? Nein, wieso? Herr Matula, Herr Dr. Frank, Sie wissen, was das ist. Ja, ich habe schon mal einen Haftbefehl gesehen. Herr Reul, Sie denken doch hoffentlich nicht ernsthaft daran, Frau Potowski zu verhaften, oder? Doch. Das ist doch nicht möglich, das gibt's doch nicht. Die kriminaltechnische Untersuchung hat ergeben, am rot-weiß gestreiften Kleid ist Blütenstaub von Binsen, wie sie in den Mainauen wachsen. Ich war mit diesem Kleid nicht am Main. Also ich bitte Sie, wenn Frau Potowski die Täterin wäre, hätte sie dieses Kleid doch wohl längst gewaschen oder verbrannt. So ungeschickt, wie Sie gefragt haben, hätte Frau Potowski leicht sagen können, dass sie mit dem Kleid im Grünen war. Nach der Logik könnte jeder Täter, dem ich belastende Indizien präsentiere, sagen, wenn ich's gewesen wäre, dann hätte ich sie beseitigt. Ja, ja, natürlich. Was ist eigentlich mit den anderen Spuren? Haben Sie ermittelt wegen dieser Giftmüllmafia? Haben Sie ermittelt wegen des Raubüberfalls? Der Raubüberfall ist vorgetäuscht. Frau Potowski ist sich ihrer Sache sehr sicher gewesen. Tatsächlich hat sie die Leiche auch sehr gut versteckt. Normalerweise hätte man sie erst nach Wochen gefunden. Dann hätte man den Todeszeitpunkt kaum noch feststellen können und an das rot-weiße Kleid hätte sich niemand mehr erinnert. Nur Frau Seefelds Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass die Leiche so rasch gefunden wurde. Tut mir leid, aber das überzeugt mich nicht. Ich werde umgehend Haftprüfung beantragen. Schließlich hat Frau Potowski ein Alibi. Ja, richtig. Frau Seefeld hat mich doch zweimal angerufen am Montag. Das hat sie zu Protokoll gegeben. Ach ja, das Alibi. Ja, dazu habe ich auch noch eine Frage. In welches Theater wollten Sie am Montagabend gehen? Theater? Vielleicht ins Schauspielhaus? Nein, ich wollte ins Kino. Tja, und Frau Seefeld sagt aus, Sie hätten ins Theater gehen wollen. Wie kann sie sowas sagen? Sie lügt. Die arme Frau Seefeld. Sie wollte Ihnen helfen mit dem Alibi. Aber es entstehen Widersprüche. So leicht ist es nicht mit getürkten Alibis. Ich fasse es nicht. Frau Potowski? Ja? Sagen Sie, ist es möglich, dass Ihnen irgendjemand dieses Kleid untergeschoben hat? Ist bei Ihnen eingebrochen worden während der letzten Tage? Nein. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Ja? Jetzt bin ich diejenige, die die arme betrogene Ehefrau beschuldigt. Ich will ihr doch nichts anhängen. Also, wenn Sie etwas wissen, dann sollten Sie das jetzt auch sagen. Ingrid war am Montag bei mir zusammen mit Herrn Matula. Sie hat mir das Kleid unterschieben können. Das stimmt. Sie war kurze Zeit allein im Zimmer. Und als ich aus der Küche kam, stand sie am Kleiderschrank. Das war mir aufgefallen, aber natürlich habe ich mir dabei nichts gedacht. Haben Sie Frau Seefeld am Kleiderschrank stehen sehen? Nein, ich war draußen. Also keine Zeugen. Jetzt wird mir alles klar. Die Telefonate. Dieses aufgeregte Getue, weil ihr Mann eine halbe Stunde überfällig war. Die Fragen nach dem Kino und wie sie am Kleiderschrank stand. Das sie war's. Ja, und sie schiebt mir jetzt die belastenden Indizien unter. Es passt alles zusammen. Bis auf eine Kleinigkeit. Frau Seefeld hat wirklich ein Alibi. Schönen guten Abend. Eigentlich wollten wir ja feiern. Tja. Wir hätten hier gesessen und gelacht und getrunken. Ich darf gar nicht dran denken.
Kommen Sie bitte rein. Aber die Firma darf selbstverständlich nicht darunter leiden. Haben Sie über meinen Vorschlag nachgedacht? Ich fühle mich, wie gesagt, durch Ihr Angebot sehr geehrt. Aber ich frage mich natürlich auch, warum gerade ich? Sie haben Persönlichkeit. Ich habe, wie Sie wünschten, der Polizei erzählt, dass Sie mich um 5 Uhr im Büro besucht haben. Tatsächlich aber war es nach 6. Eine kleine Mogelei, um die ich Sie bitte. Ich war den ganzen Nachmittag allein zu Hause und die Ehefrau und Erbin wird doch automatisch verdächtigt. Sie brauchen ein Alibi. Nicht wirklich. Aber es ist schon besser, man hat eins. Gut. Ich nehme Ihr Angebot an. Ich möchte Geschäftsführer in Ihrer Firma werden. Ja, das ist doch wunderbar. Darauf trinken wir einen Shampoos. Einverstanden. Ich hole ihn. Seit 4 Tagen bin ich Witwe und ich freue mich. Gut, dass wir allein sind. Tja. Sie werden sehen, mit uns beiden wird die Firma erst richtig groß. Das glaube ich auch. Allerdings bin ich als Geschäftsführer nur Ihr Angestellter, den Sie jederzeit entlassen können. Das will ich doch nicht. Sie sind der Chef. Der Chef bin ich nur dann, wenn ich Anteile habe. Sagen wir 50-50? Warum nicht? Sie können Anteile kaufen. Sie zahlen natürlich nicht Cash auf den Tisch, Sie zahlen aus dem Gewinn. Haben wir viel Gewinn, gehört Ihnen in kurzer Zeit die halbe Firma. Ist das ein Wort? Klingt gut. Mhm. Sie sind wunderbar. Ich mag Sie, weil Sie genau wissen, was Sie wollen. Und was wollen Sie? Dasselbe. Verdammt nochmal, ich hab gedacht, ich hab Sie. Nicht mal Ihnen gegenüber hat sich's zugegeben. Und wenn sie es doch nicht ist? Ich war mir nie sicherer. So geht's mir auch. Ich wollte es nur noch mal von dir hören. Was tun? Gute Frage. Ich glaube, da hilft nur noch ein Bluff. Guten Abend, Herr Schumann. Guten Abend. Mein Name ist Frank, ich bin Anwalt. Wir sind mit Frau Seefeld verabredet. Richtig. Herr Schumann, ich würde Ihnen gerne einen juristischen Rat geben. Ich weiß, ungebetene Ratschläge sind meistens nicht willkommen und Sie werden sicher auch gleich sehr böse auf mich sein. Sie machen es aber sehr spannend. Ich werde veranlassen, dass das Gericht Sie als Zeuge im Fall Seefeld lädt. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Doch, Herr Schumann, Sie haben. Der Richter wird Sie vereidigen und über die Folgen einer Falschaussage aufklären. Ich werde nichts Falsches aussagen. Wissen Sie, was es für ein Meineid gibt? 2 Jahre Gefängnis. Ich weiß zwar immer noch nicht, was Sie eigentlich von mir wollen, aber bitte... Na, Frau Seefeld, nehmen wir doch einfach mal Folgendes an. Sie sind die Mörderin Ihres Mannes. Sie wollen mir in meinem eigenen Haus einen Mord anhängen? Das muss man sich mal vorstellen. Frau Seefeld, bitte, wir nehmen es wirklich nur mal an, ja? Also, Sie haben Ihren Mann umgebracht und wollten den Mord seiner Geliebten in die Schuhe schieben. Sie haben Frau Potowski angerufen, Sie haben erreicht, dass sie nervös wird und zu Hause bleibt. Sie öden mich an. Ich habe ein Alibi. Sag doch was ähnlich. Du musst keine Angst haben. Ich stehe zu dir. Mit einem zweiten Anruf haben Sie nach der Tat festgestellt, dass Ihr Plan aufgegangen war. Frau Potowski hatte kein Alibi. Gut, jetzt musste nur noch die Leiche gefunden werden. Aber Sie hatten Pech, die Leiche wurde nicht gefunden. Sie hatten sie einfach viel zu gut versteckt.
Sie kamen auf die Idee, der Polizei ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, aber sie hatten wieder Pech. Die Polizei glaubte ihnen nicht, sie ließ sie abblitzen. Und jetzt musste Herr Matula ran. Kein Gericht dieser Welt wird Ihnen diese Hirngespinste abnehmen. Haben Sie gewusst, dass Frau Seefeld immer Verhältnisse mit Fahrern hatte? Der schöne Herbert wurde deswegen entlassen, weil er ihn angeblich an die Wäsche wollte. Dummes Zeug. Nein, Frau Seefeld, das ist kein dummes Zeug. Sie wollten den schönen Herbert dazu überreden, Ihren Mann zu ermorden. Aber er hat leider abgelehnt. Das ist gelogen. Da haben Sie sich eine neue Strategie einfallen lassen. Sie haben es selbst gemacht. Und dann haben Sie sich einen Dummen gesucht, der Ihnen ein Alibi gibt. Sie. Jetzt ist aber Schluss. Ich lasse mir das nicht gefallen. Verlassen Sie bitte mein Haus, sonst rufe ich die Polizei. Bleiben Sie noch ein bisschen. Es wird noch besser. Frau Seefeld, natürlich können Sie uns hier rausschmeißen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber dann müssten wir uns leider vor Gericht wiedersehen. Sie haben nicht einen einzigen Beweis. Da haben Sie recht. Ich habe zurzeit lediglich meine Argumente. Da hat ein Gericht schon ganz andere Möglichkeiten. Man würde Sie sofort verhaften, wenn Ihr Alibi platzt. Und allein die Untersuchungshaft kann schon Monate dauern. Und irgendwann müssen Sie aussagen. Die Wahrheit. Sind Sie begriffsstutzig? Ich habe ein Alibi. Ach, Herr Schumann, wissen Sie eigentlich, warum sich Manfred Seefeld von seiner Frau trennen wollte? Sie hat ständig versucht, ihn zu sich heraufzuziehen. Sie hat ihn in die Oper geschleppt, ins Ballett, in Vernissagen, alles so Dinge, die er überhaupt nicht leiden konnte. Aber erst als er erfolgreich war, hat er die Kraft gefunden, sich aus dieser Bevormundung zu lösen. Wie wird das wohl Ihnen gehen? Sie haben keine Karriere vorzuweisen. Sie sind auf Gedeih und Verderb von der Gnade Ihrer Geliebten abhängig. Lass dich nicht verwirren, Erich. Ich mag dich so, wie du bist. Klar. Deswegen haben Sie ihm ja auch Anteile angeboten. Nicht wahr, Frau Seefeld? Das haben Sie mir doch gesagt. Wie bitte? Frau Seefeld, Sie haben sich doch selber darüber beklagt, dass Herr Schumann sich nicht mit der Position des Geschäftsführers zufrieden gibt, sondern jetzt auch noch unverschämterweise Anteile fordert. Das ist nicht wahr. Wie können Sie so etwas behaupten? Frau Seefeld, Sie haben ihm etwas zugesagt, aber Sie denken doch gar nicht daran, es ihm auch zu geben. Wie haben Sie gesagt? Dieser Prolet hebt wohl langsam ab. Ich habe mit Ihnen überhaupt nicht über Herrn Schumann geredet. Frau Seefeld, bitte. Hat sie Ihnen Anteile versprochen? Ja, sehen Sie, woher sollen wir das denn wissen, wenn nicht von Frau Seefeld? Ist das wahr? Kein Wort. Ich muss das jetzt wissen. Herr Schumann, das ist doch ganz einfach. Sobald Sie Ihre Aussage gemacht haben, werden Sie von dieser Frau einen Tritt in den Hintern bekommen. Und damit sind Sie noch gut bedient. Ihren Mann hat sie kaltblütig umgebracht. Lass mich jetzt nicht im Stich, Erich. Bitte. Hast du deinen Mann umgebracht? Ingrid ist zur fraglichen Zeit nicht bei mir gewesen. Ich habe ihr ein falsches Alibi verschafft. Entschuldigung, aber ich kann nicht anders. Was schauen Sie so? Was wissen Sie denn von Liebe? Sie haben Ihren Mann aus Liebe erschossen? Was macht man im Krieg mit Verrätern? Sie werden erschossen. Warum wird der Verräter erschossen? Weil er die Treue gebrochen hat. Die Treue, die er geschworen hat. Wer die Treue bricht, hat sein Leben verwirkt. Wie heißt es so gut? Ist das der Tod? Euch scheidet. So ist es gut. Und so habe ich recht getan. Kommen Sie, Frau Seefeld, wir begleiten Sie zur Polizei. Thank you.
mein Mann auch nicht. Was Sie wissen müssen, können Sie lernen. Es gibt gute Trainingsprogramme für Manager. Ja, Ihr Vertrauen ehrt mich sehr. Lassen Sie sich alles noch mal durch den Kopf gehen. Es bleibt bei unserer Verabredung am Freitagabend. Ja. Ach, es wäre möglich, dass Sie die Polizei fragt, wo Sie am Montag spät nachmittags waren. Sie waren natürlich hier im Betrieb. Ich habe Ihnen ja was zu trinken gebracht. Erinnern Sie sich? Ja, natürlich. Es war zwar schon nach 6, aber es wäre praktisch, wenn wir beide sagen könnten, dass es kurz nach 5 war. Das ist zwar nicht wichtig, aber es erspart mir überflüssige Fragen. Natürlich. Gut. Was hat Frau Seefeld gegen Sie? Ganz einfach. Ihr Mann mochte mich. Eifersucht? Völlig grundlos. Aber sie macht den Schumann an, dass es nur so knallt. Und mit dem schönen Herbert, das war ein Fahrer hier, hatte sie ein Verhältnis, bevor sie ihn rausgeschmissen hat. Frau Seefeld und Herr Schumann? Ja, ich bin doch nicht blind. Und blöd auch nicht. Was machen Sie denn hier? Ja, wie Sie sehen, ich recherchiere. Wenn Sie meinen, hier eine Spur zu finden? Jenny, melden Sie sich bei Herrn Schumann, er erwartet Sie schon. Vielleicht sehen wir uns noch mal. Vielleicht. Spionieren Sie hier rum? Was hat sie Ihnen erzählt? Leider nichts. Ich war schon immer dafür, Sie rauszuschmeißen. Frau Seefeld, wo waren Sie denn am Montagnachmittag? Wie bitte? Sie haben mich schon sehr gut verstanden. Zu Hause. Kann das jemand bestätigen? Sie wollen von mir einen Alibi zeugen? Ja, warum nicht? Ich habe meinen Mann verloren. Und Sie kommen hierher und verlangen von mir ein Alibi? Das fasse ich nicht. Die Polizei wird Sie das auch gefragt haben. Ja, das müssen die auch aus Routine. Aber Sie, Sie haben doch was im Sinn dabei. Auch nur Routine. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Aber damit Sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Ich war zu Hause, allein. Aber unser Disponent, der Herr Schumann, der hat noch im Büro gearbeitet. Ich habe ihm so gegen 5 etwas zu trinken gebracht. So. Und nun wissen Sie genauso viel wie die Polizei. Danke. Ich habe intensiv nachgedacht und vielleicht etwas gefunden, was belegen könnte, dass mein Mann sich von seiner Geliebten trennen wollte. Ach, und was? Das werde ich der Polizei sagen. Ich möchte Lore nicht leichtfertig beschuldigen. Im Gegenteil, ich möchte ihr helfen, weil ich sie für eine ehrliche Haut halte. Aber die Wahrheit wollen wir doch nicht unterdrücken, nicht wahr? Ich verstehe nicht ganz, was Sie damit sagen wollen. Hat die Polizei die Wohnung von Frau Potowski eigentlich mal durchsucht? Ich nehme es an. Aber wahrscheinlich hat man nichts gefunden. Weil Sie blind sind und weil Sie keine Fantasie haben. Gott sei Dank, Herr Dr. Frank. Frau Potowski, wo brennt's denn? Ich wollte ohne Sie nichts sagen. Das ist gut so. Ich habe hier einen Hausdurchsuchungsbefehl. Ich möchte gerne ein paar Fragen an Frau Potowski richten. Für mich ist das pure Schikane. Die haben doch schon alles durchsucht. Es gibt einige neue Hinweise. Guten Tag. Am Montagnachmittag, als Herr Seefeld bei Ihnen war, hat er sich da ausgezogen? Ja, hat er sich da... Wie soll ich sonst fragen? Sie waren seine Geliebte. Haben Sie sich an jenem Nachmittag geliebt? Das geht Ihnen doch nichts an, oder? Leider doch. Ja. Er trug ein Amulett um den Hals. Auch am Montag? Ja. Ein Amulett mit Ihrem Bild? Ja. Ein Geschenk von Ihnen? Sehr richtig. Ein ganz besonderes Geschenk. Ein Liebespfand, kann man es so nennen? Ja, man kann.
Und Sie sind ganz sicher, dass er das Amulett um den Hals trug, als er am Montag bei Ihnen war? Ich bin ganz, ganz sicher. Sagen Sie, was soll das hier eigentlich alles? Das werden wir gleich sehen. Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie das Amulett hier finden. Herr Roll? Ich weiß es wirklich nicht. Selbst wenn, das beweist überhaupt nichts. Ist es das? Das ist doch nicht möglich. Und nun? Wollen Sie jetzt unterstellen, Frau Potowski habe Herrn Seefeld umgebracht, ihm das Amulett abgenommen und hier in Ihrer Wohnung aufbewahrt? Nein, ich unterstelle gar nichts. Na also. Was bedeutet es, wenn der Geliebte ein Liebespfand ablegt? Ich bitte Sie, was sollen diese Spekulationen? Ich habe die Aussage, dass Herr Seefeld seine Geliebte verlassen und zu seiner Ehefrau zurück wollte. Wer sagt das? Ingrid natürlich. Das ist eine Bestätigung dafür. Damit hätte Frau Potowski ein Motiv. Ingrid? Sag es mir Auge in Auge. Wann hat Manfred gesagt, dass er mich verlassen will? Und mit welchen Worten? Setz dich doch erst einmal hin. Ich stehe ganz gut. Wann und mit welchen Worten? Ich habe Manfred geliebt, wie sonst keinen Menschen auf dieser Erde. Würden Sie bitte die konkreten Fragen beantworten? Manfred war der Mann meines Lebens und ich war die Frau seines Lebens. Ja, und er hat Sie betrogen. Eine Verirrung. Am Montagnachmittag, kurz bevor er zu dir ging, ist uns beiden klar geworden, dass wir zusammengehören. War er irgendwie verändert, als er bei Ihnen war? Natürlich nicht. Das saugt sie sich doch aus den Fingern. Es ist die Wahrheit. Welche Worte? Er sagte: Ich habe viel über uns beide nachgedacht. Und jetzt erst fühle ich, was du mir bedeutest. Kannst du mir verzeihen? Du weißt genau, dass das gelogen ist. Und dann sagte er noch, Lore hat nicht das Niveau, das ich von einer Frau erwarte. Dieses kindische Amulett, das sie mir geschenkt hat, mit dem Bild und der Haarlocke. Ich werde es ihr zurückgeben. Zerbrech mir ja schon den Kopf, aber es fällt mir einfach nichts ein, aber... Lore, wir müssen doch jetzt zusammenhalten, stimmt's? Kostet du mir einen Kaffee? Gerne. Danke. Sie auch, Herr Matula? Ja, bitte. Herr Matula, ich habe mein kleines Schminktäschchen in Ihrem Auto liegen lassen. Würden Sie so nett sein und es mir holen? Ja, natürlich. Danke. Mir fällt partout kein Platz ein, an dem wir Manfred suchen könnten. Wir sind ja auch wenig ausgegangen, und wenn, dann ins Kino oder zum Essen. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass er heimliche Treffen nötig hat. Du, Lore, ja. Kannst du mir eine Kopfschmerztablette geben? Ja, natürlich. Brauchst du Wasser dazu? Unbedingt, ohne kriege ich sie nicht runter. Ich hol dir welches. Der Kaffee muss sich noch setzen. Hier ist dein Wasser, Ingrid. Ich habe mich ein bisschen umgesehen, deine Bücher und deine Garderobe. Ich wollte auch gern wissen, was eine Frau trägt, die einen Mann verführt, der in festen Händen ist. Entschuldige, ich höre schon auf zu sticheln. Ich kümmere mich um den Kaffee.
Der Kaffee ist gleich fertig. Ja. Ihre Tasche. Danke. Lore ist eine wunderbare Frau, nicht wahr? Mit welcher Fassung sie das alles trägt. Ich schätze, sie glaubt nicht, dass ihm was Schlimmes passiert ist. Sie will es nicht glauben. Vielleicht weiß sie auch mehr, als sie zugibt. Ich kann einfach nicht glauben, dass Manfred sich auf krumme Geschäfte eingelassen haben soll. Manfred war ein bauernschlaues Schlitzohr. War? Ja, war er schon immer. Er hat ihr wohl erzählt, dass er das Giftmüllgeschäft völlig legal betreibt. Ja, das hat er. Du glaubst das auch noch. Ich will euch mal was sagen. Er ist in den Händen der Giftmafia. Ja, ja. Acht bloß über mich. Ich werde ihn überall suchen. Und ich werde ihn finden. Du scheinst dir sicher zu sein, dass er tot ist. Mein Gott. Warum bin ich nicht gleich auf diesen Platz gekommen? Wir sollten die Polizei rufen. Vielleicht steckt ja auch was ganz anderes dahinter. Und zwar? Ich rede nicht gern darüber, aber mein Mann hatte manchmal etwas merkwürdige erotische Wünsche. Er ging gern an bestimmte Orte im Freien. Ach, und Sie meinen, das hier wäre so ein Platz? Es war wie eine Sucht bei ihm. Wir müssen alles absuchen. Ja, aber erst rufen wir die Polizei. Ihr Mann hatte dunkle Haare? Ja. Und was für ein Jackett trug er? Braun. Einen braunen Anzug. Und ein helles Hemd. Rötlich. Wären Sie bereit, Ihren Mann jetzt zu identifizieren? Gut, dass Sie kommen. Frau Potowski hat angerufen. Sie ist verhaftet worden wegen Mordverdacht und sie möchte gerne, dass Sie sie verteidigen. Wen soll sie denn umgebracht haben? Manfred Seefeld. Sie ist seine Freundin. Traust du ihr das zu? Woher soll ich das wissen? Sie wird jetzt dem Haftrichter vorgeführt. Sie war mir sehr sympathisch. Ich habe um vier einen Termin. Ich schaff das nicht. Es ist 2:05. Also fahren wir sofort ins Gericht. Gut, dann aber schnell. Rufen Sie bitte Frau Potowski an. Sie soll in der Sache nichts aussagen, bis ich da bin. Ja. Kanzlei Dr. Frank, verbinden Sie mich bitte mit dem Haftrichter in der Sache Potowski. Lore Potowski. Es hat sich bei uns ein Jogger ge... Entschuldigung. Gott sei Dank. Es hat sich bei uns ein Jogger gemeldet. Er hat am Montag kurz nach 5 ein Paar in den Mainauen beobachtet. Der Mann war mit Sicherheit Manfred Seefeld. Und die Frau behauptet, der Kommissar sei ich gewesen, aber ich war den ganzen Abend zu Hause.
Ich behaupte gar nichts. Der Jogger hat eine blonde Frau gesehen in einem rot-weiß quergestreiften Kleid. Und Frau Potowski ist blond und hat ein rot-weiß quergestreiftes Kleid. Diese Kleider gibt es zu Tausenden. Das ist die aktuelle Mode. Haben Sie diesen Mann der Beschuldigten gegenübergestellt? Allerdings. Und er hat mich nicht erkannt. Der Zeuge hat von Anfang an gesagt, dass er das Gesicht nicht erkennen konnte. Es könnte sein, sagte er, dass die Frau ihr Gesicht ganz bewusst abgewandt hat. Ein verständliches Verhalten für eine Täterin. Nein, der wichtigste Hinweis kommt noch. Frau Potowski gab an, am mutmaßlichen Tatnachmittag allein in ihrer Wohnung gewesen zu sein. Dort sei sie zweimal von Frau Seefeld angerufen worden. Ja, Ingrid hat mich angerufen. Frau Seefeld bestätigt das nicht. Das kann ich aber nicht glauben. Wäre Frau Potowski die Täterin, würde sie wohl kaum so dumm sein, sich zu ihrer Entlastung Anrufe von Frau Seefeld auszudenken. Über die Intelligenz von Frau Potowski haben wir hier nicht zu befinden. Es bleibt die Tatsache, Frau Seefeld bestätigt diese Anrufe nicht. Dass die verlassene Ehefrau wenig Grund hat, der Geliebten ihres Mannes einen Gefallen zu tun, ist ja wohl verständlich. Ihre Lebenserfahrung in allen Ehren, Herr Dr. Frank. Jedes einzelne Indiz für sich genommen das ist teilweise... Das Indiz des quergestreiften weißroten Kleides ist, wie der Herr Kommissar ja selbst einräumt, ein schwaches Indiz. Das zweite Indiz der nicht bestätigten Telefonate ist ebenfalls ein schwaches Indiz. Gut, schwache Indizien können durchaus ein überzeugendes Gesamtbild ergeben, wenn sie sich gegenseitig ergänzen. Und genau das tun Ihre Indizien nicht, Herr Kommissar. Außerdem, das Opfer ist beraubt worden. Hat die Polizei im Hinblick auf einen möglichen Raubüberfall ermittelt? Nein. Das Opfer ist möglicherweise in dubiose Giftmüllgeschäfte verwickelt. Hat die Polizei in diese Richtung ermittelt? Natürlich nicht. Was heißt natürlich nicht? Haben Sie konkrete Hinweise auf dubiose Geschäfte? Sie sollten zu diesem Punkt Frau Seefeld befragen. Haben Sie Erkenntnisse in dieser Hinsicht? Nein, bisher nicht. Ich frage mich sowieso, warum Sie so einseitig ermitteln. Warum soll Frau Potowski den Mann umbringen, den sie liebt? Es passieren oft merkwürdige Dinge zwischen Liebenden. Ja. Ich danke Ihnen für diese tiefschürfende Bemerkung, Herr Roll. Es ergeht folgender Beschluss. Der Antrag auf Haftbefehl wird abgelehnt. Freuen Sie sich nicht zu früh, Frau Potowski. Die Haftgründe sind nicht ausreichend, aber Sie sind noch nicht entlastet. Der Kommissar wird weiter ermitteln. Soll er nur, ich bin unschuldig. Bitte kommen Sie. Oh, Lore, entschuldige bitte, Lore, es tut mir sehr leid. Ich habe das einfach vergessen. Ich habe natürlich doch mit Frau Potowski telefoniert. Guten Tag, Frau Seefeld. Guten Tag. Ich möchte das auch zu Protokoll geben. Lore, ich habe dich in Schwierigkeiten gebracht. Kannst du mir das verzeihen? Ja, aber ich habe mich recht gewundert. Entschuldigung. Ich gehe dann jetzt zum Kommissar. Würdest du auf mich warten? Ich möchte noch mit dir sprechen. Ja, natürlich. Ich begleite Sie. Danke. Bis gleich. Ich schlage vor, wir warten woanders. Rainer? Ja? Wir sind bei Giovanni. Okay, bis gleich. Schon sehr, dass er sich doch noch an die Telefonate mit mir erinnert. Zucker? Gerne. Ich habe schon an meinem eigenen Verstand gezweifelt. Als Herr Seefeld Sie verließ, war er da irgendwie anders als sonst? War er nervös oder angespannt? Nein. Er fürchtete natürlich, dass Ingrid ihm wieder eine Szene macht, aber er hatte schon ein dickes Fell. Unser Abschied war so schön wie immer und ich habe ihn genossen. Das wüsste ich, dass ich ihn zum letzten Mal in den Arm halte. Danke. Hallo? Hallo. Hallo. Alles in Ordnung. Danke. Dabei hättest du allen Grund, auf mich böse zu sein. Möchten Sie einen Espresso? Ja, gerne. Du? Ja, danke. Weißt du, was soll das jetzt noch alles? Woher? Nochmals weiß, was für dich. Wenn das Leben nun mal so spielt, wahrscheinlich hat er sein Glück bei dir gefunden. Ja, das hat er. Aber er hat mir auch viel gegeben. Wie viel? Wie bitte?
Na ja, wie viel? Du meinst Geld? Ja, natürlich. Er hat die Firma geschröpft, wahrscheinlich, um sich mit dir ein gutes Leben zu machen. Ich weiß bloß nicht, hat er es dir gegeben oder hat er es auf ausländische Konten gebracht? Wie wenig du deinen Mann kennst. Du machst es dir leicht. Ich musste auch die schlechten Tage mit ihm teilen. Du nimmst dir einfach bloß den Mann. Ja. Bei mir war ein Mann sonst nichts. Und er war der Beste, den ich je hatte. Tja, vergleichen kannst du ja. Schon in der Schule nannte man dich Stadtmatratze. Schau dir doch mal an, wie du aussiehst mit diesen goldenen Locken. Wie ein altgewordener Engel, mein Gott, noch bitte, mal. Bitte hör auf, dieses Blondes, das ist alles Chemie. Du bist genauso dunkelhaarig wie ich. Alles, hör auf, eine Chemie. Bitte, Frau Seefeld, das muss doch nicht sein. Ich gehe. Lore, bitte. Das ist ja peinlich wie die Marktweiber. Ich entschuldige mich, bitte. Ja, wir sind beide durch den Wind. Ja, ich muss mich um meine Firma kümmern. Mal sehen, ob überhaupt noch was zu retten ist. Dramatisieren Sie da nicht etwas? Der Firma geht so glänzend. Wer weiß. Es ist jedenfalls erstaunlich wenig Geld da. Bei ihr ist ja wohl nichts. Naja. Jedenfalls, mein Angebot bleibt bestehen. Sie können jederzeit Einblick nehmen in die Firmenunterlagen. Irgendwo muss ja ein Anhaltspunkt sein für die merkwürdigen Machenschaften meines Mannes. Guten Tag. Guten Tag. Na dann, viel Spaß bei der Arbeit. Genau. Ich denke da aber mehr an dich. Aktenstudium war schon immer meine große Leidenschaft. Wie sieht es denn mit dem Alibi von Frau Seefeld aus? Sie war den ganzen Nachmittag und abends zu Hause. Das kann ihr Mitarbeiter, dieser Disponent Schumann, bestätigen. Das sagt sie jedenfalls. Na, das ist doch schon was. Der Mann, der der Erbin das Alibi gibt. Willst du damit sagen, dass Frau Seefeld ihren Mann umgebracht hat? Fandst du es nicht komisch, dass sie dich zuallererst gefragt hat, wie genau man den Todeszeitpunkt bestimmen kann? Ja, klar fand ich das komisch. Trotzdem, das ist Blödsinn. Wieso? Ja, sie hätte doch sonst nicht die Telefonate bestätigt. Ja, da hast du auch wieder recht. Ich denke, um Frau Potowski steht's nicht gut, oder? Vielleicht ist die Seefeld auch nur besonders schlau. Wieso? Es wirkt doch jetzt alles so, als würde sie einer Frau helfen, die in großen Schwierigkeiten steckt. Es sieht doch so aus, als würde Lore Potowski Hilfe brauchen. Du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Der Schatten, der auf sie fällt, wird immer größer. Ja? Sie wollten mich sprechen? Ich bin ganz durcheinander. Wollen Sie mir helfen? Wenn ich kann. Die Firma darf auf gar keinen Fall unter den Ereignissen leiden. Sie braucht eine starke Führung. Zunächst werde ich mich wieder in die Geschäfte einklinken. Ich habe ja früher mitgearbeitet, aber ich schaffe es nicht allein. Ich brauche einen Geschäftsführer. Kennen Sie einen? Nein. Ich habe an Sie gedacht. Ja, zutrauen würde ich es mir schon, aber ich habe keine kaufmännische Ausbildung. Die hatte. Lore? Ingrid? Hat sich Manfred gemeldet? Nein. Naja, er wird schon noch kommen. Jetzt mache ich mir doch Sorgen. Hast du viel telefoniert? Ich meine, die Leitung blockiert?
Ich habe überhaupt nicht telefoniert. Hast du auch keine Anrufe gekriegt? Nein, wieso? Ich bin völlig durcheinander. Eine Stunde warte ich noch und dann rufe ich die Polizei. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Ich dachte mir, Sie können eine Erfrischung brauchen. Ist auch lieb von Ihnen, wäre aber nicht nötig gewesen. Müssen Sie jetzt noch arbeiten? Na, dies ist nicht so wichtig, aber der Schaller ist noch überfällig. Ich möchte wissen, was er sich heute einfallen lässt. Sagen Sie, hat sich mein Mann bei Ihnen gemeldet? Ihr Mann? Nein. Merkwürdig. Ich warte schon seit 4:30 auf ihn. Der ist um 2:00 hier weggefahren. Hat mir aber nicht gesagt, wohin. Sie müssen sich doch keine Sorgen machen. Der wird auch irgendjemanden getroffen haben und trinken ein Glas Bier. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem, danke. Es ist lieb von Ihnen. Ach, am Freitagabend haben mein Mann und ich ein paar Freunde zu uns nach Hause eingeladen. Kommen Sie doch auch? Ja. Ja? Sehr gerne, danke. Ich freue mich. Frau Siefeld, nehmen Sie doch Platz. Es dauert noch ein Momentchen. Danke, ich mag jetzt nicht sitzen, danke. Wie eine dumme Pute haben die mich bei der Polizei behandelt. Ob mein Mann öfter mal über Nacht nicht nach Hause kommt, haben die gefragt. Über Nacht? Mein Mann ist schon seit 2 Tagen verschwunden. Und er ist doch ein grundsolider Mann. Tja, den Eindruck habe ich auch. Schon wenn er sich eine halbe Stunde verspätet hat. Er hat mich immer angerufen, immer. Vielleicht ein Unfall. Bei der Polizei liegt ja nichts vor. Er hat jetzt aufgelegt, Sie können reingehen. Danke. Ich sehe ihn schon tot da liegen. Irgendwo in einem Gebüsch oder neben einem Parkplatz. Verzeihen Sie, das ist vielleicht herzlos. Vielleicht habe ich auch nur zu viel Fantasie, aber ich muss es immer wieder denken. Wenn ein Toter so liegt, mehrere Tage lang, da weiß man doch am Ende gar nicht, wann er gestorben ist, oder? In der Tat wird es immer schwieriger, einen genauen Todeszeitpunkt festzustellen, je länger jemand tot ist. Das ist richtig, aber... Wissen Sie, ich halte ja nichts von Telepathie, aber vor 2 Tagen, am Montagnachmittag, ich weiß nicht, hatte ich ein sehr merkwürdiges Gefühl. Wissen Sie, ob Ihr Mann Feinde hat? Das kann ich nicht sagen. Er hat mich ja in den letzten Jahren nicht mehr in die Geschäfte eingeweiht. Vielleicht, weil sie nicht alle ganz sauber waren. Ach ja? Also ich kenne Ihren Mann eigentlich nur als absolut redlichen Unternehmer. Ja, natürlich. Aber seine Geschäftspartner, die waren nicht immer vom Feinsten. Die Firma hat ja auch Sondermüll transportiert, nach Polen und in die ehemalige Sowjetunion. Was meinen Sie damit? Naja, es gibt doch eine Menge Kriminelle in dieser Branche. Kennen Sie Geschäftspartner Ihres Mannes, auf die das zutrifft? Nein, nein, nein. Tja, Frau Seefeld, was sollen wir tun? Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, wo mein Mann diese Leute getroffen haben kann. Wenn es die Polizei nicht tut. Ich suche alle diese Orte ab. Also ich würde Ihnen da gerne einen Privatdetektiv empfehlen, der Ihnen dabei helfen kann. Danke. Ob Sie es mir glauben oder nicht,
Ich gehe jedenfalls davon aus, dass sich mein Mann konspirativ mit seinen Geschäftspartnern getroffen hat. Kennen Sie irgendwelche Namen? Firmen oder Personen? Mit wem hat Ihr Mann zuletzt verhandelt? Ich weiß es doch nicht. Er hat ja nicht mit mir darüber gesprochen. Also, ich gehe jetzt rein. Es dauert nicht lange. Ich komme mit. Was? Moment, das halte ich nicht für klug. Frau Potowski ist... Na, die Situation zwischen Frau Potowski und mir ist heikel. Sie ist die Geliebte Ihres Mannes. Umso besser, wenn ich dabei bin, wenn Sie sie treffen. Gut. Wissen Sie, Lore ist eine alte Schulfreundin von mir. Ich habe sie noch selbst meinem Mann vorgestellt. Wie sehe ich aus? Gut. Nein. Ich habe nicht gesehen, wie er ins Auto gestiegen ist. Aber warum ist das so wichtig? War er nervös? Hat er was von einer Verabredung gesagt? Ja, natürlich. Mit Ingrid. Wollte er vielleicht einen Umweg machen? Nein, davon hat er nichts gesagt. Lore, bitte, streng dich doch an. Wir müssen irgendeinen Anhaltspunkt finden. Wir müssen jede Idee äußern, auch wenn sie noch so unsinnig erscheint. Ich... Bitte. Was denn? Diese Haare. Wieso? Ich denke, du bist verrückt auf blond. Willst du mich provozieren? Oder wollen wir vernünftig miteinander reden? Wir wollen reden, mein Freund. Warum hier? Ja, hier. Nicht zu Hause. Wo du müde bist von der Arbeit. Oder erschöpft von deiner Geliebten. Du willst Streit, ja? Nein. Entschuldige. Ich werde ganz sachlich sein. Und am Ende bist du ganz zufrieden mit mir, das verspreche ich dir. Okay. Ich muss noch mal ganz dringend mit Lore telefonieren. Lore? Ja, warum soll ich nicht mit meiner alten Freundin sprechen? Potowski? Natürlich nicht. Ich dachte nur, weil doch Manfred vielleicht bei dir ist.
Manfred ist seit über einer halben Stunde weg. Er wollte zu dir. Ja, ja. Wir waren verabredet um 16:30, aber jetzt ist es ja schon 17:00. Das ist natürlich noch kein Grund, nervös zu sein, aber wollte er denn direkt zu mir? Ja. Und eigentlich braucht man ja nur 10 Minuten. Ja, natürlich. Obwohl, er könnte mich ja vom Auto aus anrufen. Was hast du mit Lore geredet? Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht warten, du kommst später. Was geht dich das an? Ich habe ja gar nicht mit Lore gesprochen. Ich habe es nur gesagt, damit du dich ärgerst. Weil du immer so süß bist, wenn du dich ärgerst. Ich könnte dich umbringen. Ich dich auch. Manchmal denke ich, das wäre die Lösung. Ja, vielleicht. Was findest du eigentlich an Lore? Sind es ihre blonden Haare oder... Naja, lassen wir das. Ich habe mir alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich will die Scheidung. Staunst du, was? Damit hast du nicht gerechnet. Am Ende willst du es ja gar nicht. Doch. Doch, ich möchte. Warum bist du dann so überrascht? Ich bin verwirrt, sonst nichts. Bist du dir nicht sicher? Doch, ich möchte mich von dir trennen. Aber ich bin dir dankbar, dass du zuerst von Scheidung sprichst. Ich wollte dir nicht den Laufpreis geben. Am liebsten würdest du doch mit uns beiden zusammen sein. Mit deiner Geliebten und mit mir, stimmt's? Nein. Doch. Und weißt du, was mich am meisten kränkt? Was ich dir am wenigsten verzeihen kann? Dass du... Seit einem halben Jahr geht das jetzt, nicht? Ja. Dass du die ganze Zeit über, außer die letzten Wochen, wo ich's weiß, immer noch mit mir geschlafen hast. Das finde ich ekelhaft. Ach, Mann, du kannst doch noch alles abwenden, wenn du dich nur für mich entscheidest. Ich liebe dich doch. Ich kann dir alles verzeihen. Ich kann nur nicht ertragen, wenn du mit einer anderen Frau zusammen bist. Ich will mit Lore leben. Ich kann nicht anders. Schau mal, die Wiese. Und diese Dinger. Wie heißen die noch? Ich habe den Namen auf der Zunge. Gänseblümchen. Erkennst du es wieder? Natürlich. Da hast du mich hineingezogen. Was war da hinten? Nein. Es war hier. Ingrid, was soll denn das Ganze? Was soll denn dieses Kleid? Gefällt's dir nicht? Hat sie auch so eins? Soll ich's ausziehen? Willst du mich verführen? Nein. Du musst keine Angst haben. Können wir denn nicht vernünftig miteinander reden? Hier hast du mir den Heiratsantrag gemacht. Und hier haben wir es besiegelt. Bis dass der Tod euch scheidet. Genau hier war's. Ja, wenn du meinst, hier war's. Was soll denn das? Bist du verrückt? Warum? Einklinken. Ich habe ja früher mitgearbeitet, aber ich schaffe es nicht allein. Ich brauche einen Geschäftsführer. Kennen Sie einen? Nein. Ich habe an Sie gedacht. Ja, zutrauen würde ich es mir schon, aber ich habe keine kaufmännische Ausbildung. Die hatte mein Mann auch nicht. Was Sie wissen müssen, können Sie lernen. Es gibt gute Trainingsprogramme für Manager. Ja, Ihr Vertrauen ehrt mich sehr. Lassen Sie sich alles noch mal durch den Kopf gehen.
Es bleibt bei unserer Verabredung am Freitagabend? Ja. Ach, es wäre möglich, dass sie die Polizei fragt, wo sie am Montag spät nachmittags waren. Sie waren natürlich hier im Betrieb. Ich habe Ihnen ja was zu trinken gebracht. Erinnern Sie sich? Ja, natürlich. Es war zwar schon nach 6, aber es wäre praktisch, wenn wir beide sagen könnten, dass es kurz nach 5 war. Das ist zwar nicht wichtig, aber es erspart mir überflüssige Fragen. Natürlich. Gut. Was hat Frau Seefeld gegen Sie? Ganz einfach. Ihr Mann mochte mich. Eifersucht? Völlig grundlos. Aber sie macht den Schuhmann an, dass es nur so knallt. Und mit dem schönen Herbert, das war ein Fahrer hier, hatte sie ein Verhältnis, bevor sie ihn rausgeschmissen hat. Frau Seefeld und Herr Schuhmann? Ja, ich bin doch nicht blind. Und blöd auch nicht. Was machen Sie denn hier? Ja, wie Sie sehen, ich recherchiere. Wenn Sie meinen, hier eine Spur zu finden? Jenny, melden Sie sich bei Herrn Schuhmann, er erwartet Sie schon. Vielleicht sehen wir uns noch mal. Vielleicht. Spionieren Sie hier rum? Was hat sie Ihnen erzählt? Leider nichts. Ich war schon immer dafür, Sie rauszuschmeißen. Frau Seefeld, wo waren Sie denn am Montagnachmittag? Wie bitte? Sie haben mich schon sehr gut verstanden. Zu Hause. Kann das jemand bestätigen? Sie wollen von mir einen Alibi zeugen? Ja, warum nicht? Ich habe meinen Mann verloren. Und Sie kommen hierher und verlangen von mir ein Alibi? Das fasse ich nicht. Die Polizei wird Sie das auch gefragt haben. Ja, das müssen die auch aus Routine. Aber Sie, Sie haben doch was im Sinn dabei. Auch nur Routine. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Aber damit Sie nicht auf dumme Gedanken kommen, ich war zu Hause, allein. Aber unser Disponent, der Herr Schuhmann, der hat noch im Büro gearbeitet. Ich habe ihm so gegen 5 etwas zu trinken gebracht. So. Nun wissen Sie genauso viel wie die Polizei. Danke. Ich habe intensiv nachgedacht und vielleicht etwas gefunden, was belegen könnte, dass mein Mann sich von seiner Geliebten trennen wollte. Ach, und was? Das werde ich der Polizei sagen. Ich möchte Lore nicht leichtfertig beschuldigen. Im Gegenteil, ich möchte ihr helfen, weil ich sie für eine ehrliche Haut halte. Aber die Wahrheit wollen wir doch nicht unterdrücken, nicht wahr? Ich verstehe nicht ganz, was Sie damit sagen wollen. Hat die Polizei die Wohnung von Frau Potowski eigentlich mal durchsucht? Ich nehme es an. Aber wahrscheinlich hat man nichts gefunden. Weil Sie blind sind und weil Sie keine Fantasie haben. Gott sei Dank, Herr Dr. Frank. Frau Potowski, wo brennt's denn? Ich wollte ohne Sie nichts sagen. Das ist gut so. Ich habe hier einen Hausdurchsuchungsbefehl. Ich möchte gerne ein paar Fragen an Frau Potowski richten. Für mich ist das pure Schikane. Die haben doch schon alles durchsucht. Es gibt einige neue Hinweise. Guten Tag. Am Montagnachmittag, als Herr Seefeld bei Ihnen war, hat er sich da ausgezogen? Ja, hat er sich da... Wie soll ich sonst fragen? Sie waren seine Geliebte. Haben Sie sich an jenem Nachmittag geliebt? Das geht Ihnen doch nichts an, oder? Leider doch. Ja. Er trug ein Amulett um den Hals. Auch am Montag? Ja. Ein Amulett mit Ihrem Bild? Ja. Ein Geschenk von Ihnen? Sehr richtig. Ein ganz besonderes Geschenk. Ein Liebespfand, kann man es so nennen? Ja, man kann. Und Sie sind ganz sicher, dass er das Amulett um den Hals trug, als er Montag bei Ihnen war? Ich bin ganz, ganz sicher. Sagen Sie, was soll das hier eigentlich alles? Das werden wir gleich sehen.
Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie das Amulett hier finden. Herr Roll? Ich weiß es wirklich nicht. Selbst wenn, das das beweist überhaupt nichts. Ist es das? Das ist doch nicht möglich. Und nun? Wollen Sie jetzt unterstellen, Frau Potowski habe Herrn Seefeld umgebracht, ihm das Amulett abgenommen und hier in Ihrer Wohnung aufbewahrt? Nein, ich unterstelle gar nichts. Na also. Was bedeutet es, wenn der Geliebte ein Liebespfand ablegt? Ich bitte Sie, was sollen diese Spekulationen? Ich habe die Aussage, dass Herr Seefeld seine Geliebte verlassen und zu seiner Ehefrau zurück wollte. Wer sagt das? Ingrid natürlich. Das ist eine Bestätigung dafür. Damit hätte Frau Potowski ein Motiv. Ingrid. Ingrid. Sag es mir Auge in Auge. Wann hat Manfred gesagt, dass er mich verlassen will? Und mit welchen Worten? Setz dich doch erst einmal hin. Ich stehe ganz gut. Wann und mit welchen Worten? Ich habe Manfred geliebt, wie sonst keinen Menschen auf dieser Erde. Würden Sie bitte die konkreten Fragen beantworten? Manfred war der Mann meines Lebens und ich war die Frau seines Lebens. Ja, und er hat Sie betrogen. Eine Verirrung. Am Montagnachmittag, kurz bevor er zu dir ging, ist uns beiden klar geworden, dass wir zusammengehören. War er irgendwie verändert, als er bei Ihnen war? Natürlich nicht. Das saugt sie sich doch aus den Fingern. Es ist die Wahrheit. Welche Worte? Was bitte? Was denn? Diese Haare. Wieso? Ich denke, du bist verrückt auf blond. Willst du mich provozieren? Oder wollen wir vernünftig miteinander reden? Wir wollen reden, Manfred. Warum hier? Ja, hier. Nicht zu Hause. Wo du müde bist von der Arbeit. Oder erschöpft von deiner Geliebten. Du willst Streit, ja? Nein. Entschuldige.
Ich werde ganz sachlich sein. Und am Ende bist du ganz zufrieden mit mir, das verspreche ich dir. Okay. Ich muss noch mal ganz dringend mit Lore telefonieren. Lore? Ja, warum soll ich nicht mit meiner alten Freundin sprechen? Putowski? Hallo Lore, hier ist Ingrid. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Natürlich nicht. Ich dachte nur, weil doch Manfred vielleicht bei dir ist. Manfred ist seit über einer halben Stunde weg. Er wollte zu dir. Ja, ja. Wir waren verabredet um 4:30, aber jetzt ist es ja schon 5. Das ist natürlich noch kein Grund, nervös zu sein, aber wollte er denn direkt zu mir? Ja. Und eigentlich braucht man ja nur 10 Minuten. Ja, natürlich. Obwohl, er könnte mich ja vom Auto aus anrufen. Was hast du mit Lore geredet? Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht warten, du kommst später. Was geht dich das an? Ich habe ja gar nicht mit Lore gesprochen. Ich habe es nur gesagt, damit du dich ärgerst. Weil du immer so süß bist, wenn du dich ärgerst. Ich könnte dich umbringen. Ich dich auch. Manchmal denke ich, das wäre die Lösung. Ja, vielleicht. Was findest du eigentlich an Lore? Sind es ihre blonden Haare oder? Naja, lassen wir das. Ich habe mir alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich will die Scheidung. Staunst du, was? Damit hast du nicht gerechnet. Am Ende willst du es ja gar nicht. Doch. Doch, ich möchte. Warum bist du dann so überrascht? Ich bin verwirrt, sonst nichts. Bist du dir nicht sicher? Doch, ich möchte mich von dir trennen. Aber ich bin dir dankbar, dass du zuerst von Scheidung sprichst. Ich wollte dir nicht den Laufpreis geben. Am liebsten würdest du doch mit uns beiden zusammen sein. Mit deiner Geliebten und mit mir, stimmt's? Nein. Doch. Und weißt du, was mich am meisten kränkt? Was ich dir am wenigsten verzeihen kann? Dass du... Seit einem halben Jahr geht das jetzt, nicht? Dass du die ganze Zeit über, außer die letzten Wochen, wo ich's weiß, immer noch mit mir geschlafen hast, das finde ich ekelhaft. Ach, Mann. Du kannst doch noch alles abwenden, wenn du dich nur für mich entscheidest. Ich liebe dich doch. Ich kann dir alles verzeihen. Ich kann nur nicht ertragen, wenn du mit einer anderen Frau zusammen bist. Ich will mit Lore leben. Ich kann nicht anders. Schau mal, die Wiese. Und diese Dinger. Wie heißen die noch? Ich habe den Namen auf der Zunge. Gänseblümchen. Erkennst du es wieder? Natürlich. Da hast du mich hineingezogen. Das war da hinten. Nein. Es war hier. Ingrid, was soll denn das Ganze? Was soll denn dieses Kleid? Gefällt's dir nicht? Hat sie auch so eins? Soll ich es ausziehen? Willst du mich verführen? Nein. Du musst keine Angst haben. Können wir denn nicht vernünftig miteinander reden? Hier hast du mir den Heiratsantrag gemacht. Und hier haben wir es besiegelt. Bis dass der Tod euch scheidet. Genau hier war's. Ja, wenn du meinst, hier war's. Was soll denn das? Bist du verrückt? Warum? Ich teile dich gern. Oh!
bitte, streng dich doch an. Wir müssen irgendeinen Anhaltspunkt finden. Wir müssen jede Idee äußern, auch wenn sie noch so unsinnig erscheint. Ich zerbreche mir ja schon den Kopf, aber es fällt mir einfach nichts ein. Aber Lore, wir müssen doch jetzt zusammenhalten, stimmt's? Kostet du mir einen Kaffee? Gerne. Danke. Sie auch, Herr Matula? Ja, bitte. Herr Matula, ich habe mein kleines Schminktäschchen in Ihrem Auto liegen lassen. Würden Sie so nett sein und es mir holen? Ja, natürlich. Danke. Kein Platz ein, an dem wir Manfred suchen könnten. Wir sind ja auch wenig ausgegangen, und wenn, dann ins Kino oder zum Essen. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass er heimliche Treffen nötig hat. Du, Lore, ja? Kannst du mir eine Kopfschmerztablette geben? Ja, natürlich. Brauchst du Wasser dazu? Unbedingt, ohne kriege ich sie nicht runter. Ich hol dir welches. Hier ist dein Wasser, Ingrid. Ich habe mich ein bisschen umgesehen, deine Bücher und deine Garderobe. Ich wollte auch gern wissen, was eine Frau trägt, die einen Mann verführt, der in festen Händen ist. Entschuldige, ich höre schon auf zu sticheln. Ich kümmere mich um den Kaffee. Mhm. Der Kaffee ist gleich fertig. Ja. Ihre Tasche. Danke. Lore ist eine wunderbare Frau, nicht wahr? Mit welcher Fassung sie das alles trägt. Ich schätze, sie glaubt nicht, dass ihm was Schlimmes passiert ist. Sie will es nicht glauben. Vielleicht weiß sie auch mehr, als sie zugibt. Ich kann einfach nicht glauben, dass Manfred sich auf krumme Geschäfte eingelassen haben soll. Manfred war ein bauernschlaues Schlitzohr. War? Na ja, war er schon immer. Er hat ihr wohl erzählt, dass er das Giftmüllgeschäft völlig legal betreibt. Ja, das hat er. Du glaubst das auch noch. Ich will euch mal was sagen. Er ist in den Händen der Giftmafia. Ja, ja, acht bloß über mich. Ich werde ihn überall suchen. Und ich werde ihn finden. Du scheinst dir sicher zu sein, dass er tot ist. Mein Gott, warum bin ich nicht gleich auf diesen Platz gekommen? Steckt ja auch was ganz anderes dahinter. Zwar? Ich rede nicht gern darüber, aber mein Mann hatte manchmal etwas merkwürdige, erotische Wünsche. Er ging gern an bestimmte Orte im Freien. Ach, und Sie meinen, das hier wäre so ein Platz? Es war wie eine Sucht bei ihm. Wir müssen alles absuchen. Ja, aber erst rufen wir die Polizei. Frau Seefeld? Ja? Ihr Mann hatte dunkle Haare? Ja. Und was für ein Jackett trug er?
einen braunen Anzug. Und ein helles Hemd, so rötlich. Wären Sie bereit, Ihren Mann jetzt zu identifizieren? Gut, dass Sie kommen. Frau Potowski hat angerufen. Sie ist verhaftet worden wegen Mordverdacht und sie möchte gerne, dass Sie sie verteidigen. Wen soll sie denn umgebracht haben? Manfred Seefeld. Sie ist seine Freundin. Traust du ihr das zu? Woher soll ich das wissen? Sie wird jetzt dem Haftrichter vorgeführt. Sie war mir sehr sympathisch. Ich habe um 4 einen Termin. Ich schaffe das nicht. Es ist 2:05. Also fahren wir sofort ins Gericht. Gut, dann aber schnell. Rufen Sie bitte Frau Potowski an. Sie soll in der Sache nichts aussagen, bis ich da bin. Ja. Kanzlei Dr. Frank, verbinden Sie mich bitte mit dem Haftrichter in der Sache Potowski. Lore Potowski. Es hat sich bei uns ein Jogger ge... Entschuldigung. Gott sei Dank. Es hat sich bei uns ein Jogger gemeldet. Er hat am Montag kurz nach 5 ein Paar in den Mainauen beobachtet. Der Mann war mit Sicherheit Manfred Seefeld. Und die Frau behauptet, der Kommissar sei ich gewesen, aber ich war den ganzen Abend zu Hause. Ich behaupte gar nichts. Der Jogger hat eine blonde Frau gesehen in einem rot-weiß quergestreiften Kleid. Und Frau Potowski ist blond und hat ein rot-weiß quergestreiftes Kleid. Diese Kleider gibt es zu Tausenden. Das ist die aktuelle Mode. Haben Sie diesen Mann der Beschuldigten gegenübergestellt? Allerdings. Und er hat mich nicht erkannt. Der Zeuge hat von Anfang an gesagt, dass er das Gesicht nicht erkennen konnte. Es könnte sein, sagte er, dass die Frau ihr Gesicht ganz bewusst abgewandt hat. Lore? Ingrid? Hat sich Manfred gemeldet? Nein. Naja, er wird schon noch kommen. Jetzt mache ich mir doch Sorgen. Hast du viel telefoniert? Ich meine, die Leitung blockiert? Ich habe überhaupt nicht telefoniert. Hast du auch keine Anrufe gekriegt? Nein, wieso? Ich bin völlig durcheinander. Eine Stunde warte ich noch und dann rufe ich die Polizei. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ich dachte mir, Sie können eine Erfrischung brauchen. Das war lieb von Ihnen, wäre aber nicht nötig gewesen. Müssen Sie jetzt noch arbeiten?
Na, dies ist nicht so wichtig, aber der Schaller ist noch überfällig. Ich möchte wissen, was er sich heute einfallen lässt. Sagen Sie, hat sich mein Mann bei Ihnen gemeldet? Ihr Mann? Nein. Merkwürdig. Ich warte schon seit 4:30 auf ihn. Der ist um 2 Uhr hier weggefahren. Hat mir aber nicht gesagt, wohin. Sie müssen sich doch keine Sorgen machen. Der wird auch irgendjemanden getroffen haben und trinken ein Glas Bier. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem, danke. Es ist lieb von Ihnen. Ach, am Freitagabend haben mein Mann und ich ein paar Freunde zu uns nach Hause eingeladen. Kommen Sie doch auch? Ja. Ja? Sehr gerne, danke. Ich freue mich. Frau Siefeld, nehmen Sie doch Platz. Es dauert noch ein Momentchen. Danke, ich mag jetzt nicht sitzen, danke. Wie eine dumme Pute haben die mich bei der Polizei behandelt. Ob mein Mann öfter mal über Nacht nicht nach Hause kommt, haben die gefragt. Über Nacht? Mein Mann ist schon seit 2 Tagen verschwunden. Und er ist doch ein grundsolider Mann. Ja, den Eindruck habe ich auch. Schon wenn er sich eine halbe Stunde verspätet hat. Er hat mich immer angerufen, immer. Vielleicht ein Unfall. Bei der Polizei liegt ja nichts vor. Er hat jetzt aufgelegt, Sie können reingehen. Danke. Ich sehe ihn schon tot da liegen. Irgendwo in einem Gebüsch oder neben einem Parkplatz. Verzeihen Sie, das ist vielleicht herzlos. Vielleicht habe ich auch nur zu viel Fantasie, aber ich muss es immer wieder denken. Wenn ein Toter so liegt, mehrere Tage lang, da weiß man doch am Ende gar nicht, wann er gestorben ist, oder? In der Tat wird es immer schwieriger, einen genauen Todeszeitpunkt festzustellen, je länger jemand tot ist. Das ist richtig, aber... Wissen Sie, ich halte ja nichts von Telepathie, aber vor 2 Tagen, am Montagnachmittag, ich weiß nicht, hatte ich ein sehr merkwürdiges Gefühl. Wissen Sie, ob Ihr Mann Feinde hat? Das kann ich nicht sagen. Er hat mich ja in den letzten Jahren nicht mehr in die Geschäfte eingeweiht. Vielleicht, weil sie nicht alle ganz sauber waren. Ach ja? Also ich kenne Ihren Mann eigentlich nur als absolut redlichen Unternehmer. Ja, natürlich. Aber seine Geschäftspartner, die waren nicht immer vom Feinsten. Die Firma hat ja auch Sondermüll transportiert, nach Polen und in die ehemalige Sowjetunion. Was meinen Sie damit? Naja, es gibt doch eine Menge Kriminelle in dieser Branche. Kennen Sie Geschäftspartner Ihres Mannes, auf die das zutrifft? Nein, nein, nein. Tja, Frau Seefeld, was sollen wir tun? Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, wo mein Mann diese Leute getroffen haben kann. Wenn es die Polizei nicht tut. Ich suche alle diese Orte ab. Also ich würde Ihnen da gerne einen Privatdetektiv empfehlen, der Ihnen dabei helfen kann. Danke. Ob Sie es mir glauben oder nicht, ich gehe jedenfalls davon aus, dass sich mein Mann konspirativ mit seinen Geschäftspartnern getroffen hat. Kennen Sie irgendwelche Namen? Firmen oder Personen? Mit wem hat Ihr Mann zuletzt verhandelt? Ich weiß es doch nicht. Er hat ja nicht mit mir darüber gesprochen. Also, ich gehe jetzt rein. Es dauert nicht lange. Ich komme mit. Was? Moment, das halte ich nicht für klug. Frau Potowski ist... Na, die Situation zwischen Frau Potowski und mir ist heikel. Sie ist die Geliebte Ihres Mannes. Umso besser, wenn ich dabei bin, wenn Sie sie treffen. Gut. Wissen Sie,
Lore ist eine alte Schulfreundin von mir. Ich habe sie noch selbst meinem Mann vorgestellt. Wie sehe ich aus? Gut. Nein. Ich habe nicht gesehen, wie er ins Auto gestiegen ist. Aber warum ist das so wichtig? War er nervös? Hat er was von einer Verabredung gesagt? Ja, natürlich. Mit Ingrid. Wollte er vielleicht einen Umweg machen? Nein, davon hat er nichts. Ein verständliches Verhalten für eine Täterin. Nein, der wichtigste Hinweis kommt noch. Frau Potowski gab an, am mutmaßlichen Tatnachmittag allein in ihrer Wohnung gewesen zu sein. Dort sei sie zweimal von Frau Seefeld angerufen worden. Ja, Ingrid hat mich angerufen. Frau Seefeld bestätigt das nicht. Das kann ich aber nicht glauben. Wäre Frau Potowski die Täterin, würde sie wohl kaum so dumm sein, sich zu ihrer Entlastung Anrufe von Frau Seefeld auszudenken. Über die Intelligenz von Frau Potowski haben wir hier nicht zu befinden. Es bleibt die Tatsache, Frau Seefeld bestätigt diese Anrufe nicht. Dass die verlassene Ehefrau wenig Grund hat, der Geliebten ihres Mannes einen Gefallen zu tun, ist ja wohl verständlich. Ihre Lebenserfahrung in allen Ehren, Herr Dr. Frank. Jedes einzelne Indiz für sich genommen das ist Indiz teilweise... Das Indiz des quergestreiften weiß-roten Kleides ist, wie der Herr Kommissar ja selbst einräumt, ein schwaches Indiz. Das zweite Indiz der nicht bestätigten Telefonate ist ebenfalls ein schwaches Indiz. Gut, schwache Indizien können durchaus ein überzeugendes Gesamtbild ergeben, wenn sie sich gegenseitig ergänzen. Und genau das tun Ihre Indizien nicht, Herr Kommissar. Außerdem... Das Opfer ist beraubt worden. Hat die Polizei im Hinblick auf einen möglichen Raubüberfall ermittelt? Nein. Das Opfer ist möglicherweise in dubiose Giftmüllgeschäfte verwickelt. Hat die Polizei in diese Richtung ermittelt? Natürlich nicht. Was heißt natürlich nicht? Haben Sie konkrete Hinweise auf dubiose Geschäfte? Sie sollten zu diesem Punkt Frau Seefeld befragen. Haben Sie Erkenntnisse in dieser Hinsicht? Nein, bisher nicht. Ich frage mich sowieso, warum Sie so einseitig ermitteln. Warum soll Frau Potowski den Mann umbringen, den sie liebt? Es passieren oft merkwürdige Dinge zwischen Liebenden. Ja. Ich danke Ihnen für diese tiefschürfende Bemerkung, Herr Roll. Es ergeht folgender Beschluss. Der Antrag auf Haftbefehl wird abgelehnt. Freuen Sie sich nicht zu früh, Frau Potowski. Die Haftgründe sind nicht ausreichend, aber Sie sind noch nicht entlastet. Der Kommissar wird weiter ermitteln. Soll er nur, ich bin unschuldig. Bitte kommen Sie. Oh, Lore, entschuldige bitte, Lore, es tut mir sehr leid. Ich habe das einfach vergessen. Ich habe natürlich doch mit Frau Potowski telefoniert. Guten Tag, Frau Seefeld. Guten Tag. Ich möchte das auch zu Protokoll geben. Lore, ich habe dich in Schwierigkeiten gebracht. Kannst du mir das verzeihen? Ja, aber ich habe mich recht gewundert. Ja. Danke. Ich gehe dann jetzt zum Kommissar. Würdest du auf mich warten? Ich möchte noch mit dir sprechen. Ja, natürlich. Ich begleite Sie. Danke. Bis gleich. Ich schlage vor, wir warten woanders. Rainer? Ja? Wir sind bei Giovanni. Okay, bis gleich. Schon sehr, dass er sich doch noch an die Telefonate mit mir erinnert. Zucker? Gerne. Ich habe schon an meinem eigenen Verstand gezweifelt. Als Herr Seefeld Sie verließ, war er da irgendwie anders als sonst? War er nervös oder angespannt? Nein. Er fürchtete natürlich, dass Ingrid ihm wieder eine Szene macht, aber er hatte schon ein dickes Fell. Unser Abschied war so schön wie immer und... Ich habe ihn genossen. Das wüsste ich, dass ich ihn zum letzten Mal in den Arm halte. Danke. Hallo. 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 Alles in Ordnung. Danke. Dabei hättest du allen Grund, auf mich böse zu sein. Möchten Sie einen Espresso? Ja, gerne. Du? Ja, danke. Weißt du, was soll das jetzt noch alles? Woher? Nochmals weiß. Wenn das Leben nun mal so spielt, wahrscheinlich hat er sein Glück bei dir gefunden. Ja, das hat er. Aber er hat mir auch viel gegeben. Wie viel?
Wie bitte? Na ja, wie viel? Du meinst Geld? Ja, natürlich. Er hat die Firma geschröpft, wahrscheinlich, um sich mit dir ein gutes Leben zu machen. Ich weiß bloß nicht, hat er es dir gegeben oder hat er es auf ausländische Konten gebracht? Wie wenig du deinen Mann kennst. Du machst es dir leicht. Ich musste auch die schlechten Tage mit ihm teilen. Du nimmst dir einfach bloß den Mann. Ja. Bei mir war ein Mann sonst nichts. Und er war der Beste, den ich je hatte. Tja, vergleichen kannst du ja. Schon in der Schule nannte man dich Stadtmatratze. Schau dir doch mal an, wie du aussiehst mit diesen goldenen Locken. Wie ein altgewordener Engel, mein Gott, noch bitte, mal. Bitte, hör auf. Dieses Blond, das meine ist alles Chemie. Du bist genauso dunkelhaarig wie ich. Alles, hör auf, eine Chemie. Bitte, Frau Seefeld, das muss doch nicht sein. Ich gehe. Lore, bitte. Das ist ja peinlich für die Marktweiber. Ich entschuldige mich, bitte. Ja, wir sind beide durch den Wind. Ja, ich muss mich um meine Firma kümmern. Mal sehen, ob überhaupt noch was zu retten ist. Dramatisieren Sie da nicht etwas? Der Firma geht so glänzend. Wer weiß. Es ist jedenfalls erstaunlich wenig Geld da. Bei ihr ist ja wohl nichts. Naja. Jedenfalls, mein Angebot bleibt bestehen. Sie können jederzeit Einblick nehmen in die Firmenunterlagen. Irgendwo muss ja ein Anhaltspunkt sein für die merkwürdigen Machenschaften meines Mannes. Guten Tag. Guten Tag. Na dann, viel Spaß bei der Arbeit. Genau. Ich denke da aber mehr an dich. Aktenstudium war schon immer meine große Leidenschaft. Wie sieht es denn mit dem Alibi von Frau Seefeld aus? Sie war den ganzen Nachmittag und abends zu Hause. Das kann ihr Mitarbeiter, dieser Disponent Schumann, bestätigen. Das sagt sie jedenfalls. Na, das ist doch schon was. Der Mann, der der Erbin das Alibi gibt. Willst du damit sagen, dass Frau Seefeld ihren Mann umgebracht hat? Fandst du es nicht komisch, dass sie dich zuallererst gefragt hat, wie genau man den Todeszeitpunkt bestimmen kann? Ja, klar fand ich das komisch. Trotzdem, das ist Blödsinn. Wieso? Ja, sie hätte doch sonst nicht die Telefonate bestätigt. Ja, da hast du auch wieder recht. Ich denke, um Frau Potowski steht's nicht gut, oder? Vielleicht ist die Seefeld auch nur besonders schlau. Wieso? Es wirkt doch jetzt alles so, als würde sie einer Frau helfen, die in großen Schwierigkeiten steckt. Es sieht doch so aus, als würde Lore Potowski Hilfe brauchen. Du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Der Schatten, der auf sie fällt, wird immer größer. Ja? Sie wollten mich sprechen? Ich bin ganz durcheinander. Wollen Sie mir helfen? Wenn ich kann. Die Firma darf auf gar keinen Fall unter den Ereignissen leiden. Sie braucht eine starke Führung. Zunächst werde ich mich wieder in die Geschichte